Sieben Girls Blind Date mit Marc Eggers. Wir gehen rein. Wir hatten jetzt noch nichts. Ich habe irgendwie. Ich bin auch gefragt worden, ob ich bei diesem Format mal mitmachen soll. Das Gefühl, wir hatten was. Und sie ist so am Lachen. Irgendwas ist da im Busch, ne? Ja, sie kennt dich. Ihr hattet auf jeden Fall schon. Ey, du kannst ehrlich sein. Digga, was? Blind Date und er hat da eine getroffen, mit der er schon was hatte? Das ist Marc. Ein guter Freund von mir. Und er blinddatet heute sieben Girls gleich. Warte. Einer von diesen zwei Fakten ist gelogen, Chat. Blinddatet heute. Einmal bitte einen Marc Eck in den Chat. Sieben Girls gleichzeitig. Hinter diesem weißen Vorhang stehen sieben Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde muss er eine rauswählen. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben. Denn am Ende bleibt nur ein übrig. Okay, dann stell dich mal vor. Einen wunderschönen guten Tag, Mann. Finde ich das nur mies oberflächlich? Naja, also er stellt ja auch Fragen und so. Ein Outfit sagt schon ziemlich viel über Menschen aus, aber es ist oberflächlich, ja. Ich wurde auch gefragt, ob ich da mitmachen soll. Eins in den Chat, wenn ich es tun soll, zwei, wenn ich es lassen soll. Ihr entscheidet. 36 Jahre alt, komme aus Köln und bin seit über 2 Jahren Single. Oh, das ist so sad. Ja, frag dich mal. Oh, eins und zwei, beides auch, ne? Ja, okay. Warum? Was suchst du in deiner Traumfrau? Eine ehrliche Frau, die meinen Humor versteht, die auch selber Humor hat. Das ist mir mit das Wichtigste und auch Ziel im Leben wäre nicht verkehrt. Und optisch, ist dir da was wichtig? Ich habe keinen bestimmten Typ. Was wäre für dich so ein absolutes No-Go? Wenn sie einfach kein gutes Herz hat. Wir suchen hier die wahre Liebe. Die absolute. So wurde mir das gesagt. Mein Name ist Marc Eggers, ich bin der neue Bachelor. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert, denn unter den ersten 1000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir 100 Euro. Also, ich will 100 Euro. So, viel Glück. Oh, Digga. Irgendwie ziehen mich nur diese schwarzen Fetischstiefel an, ich weiß nicht warum. 3, 2, 1. Hey, dich kenne ich doch schon. Hallo. Okay. Was ist dein erster Eindruck? Mama, bist du es manchmal? Da ist ja echt einiges dabei. Wie findest du Nummer 1 Schuhe? Naja, Pandas halt, ne? Ja, kann man nicht viel mit falsch machen. Nummer 1, kannst du mal einen Moonwalk versuchen? Oha! War stark. Oha, da gibt's schon den ersten Punkt, nicht schlecht. Nummer 3, kannst du das auch versuchen? Und Kandidatin Nummer 2, was hältst du von den Schuhen? Oder? Marc Eggers hier wieder in Skinny Jeans, Zara-Schuhen, der Lederjacke. Der Bruder muss mal einen Overhaul bekommen. Der Strumpfhose? Oh. Hat ja auch Tattoos. Auch die Tattoos natürlich auch sehr interessant. Ja, so pink. Ist ganz geil, also es ist cool mit den Tattoos. So, wenn man dann den Fuß im Mund hat, kann man die von nah betrachtet, dachte ich, ja, wirklich, ich muss ins Horny Jail, Digga, wirklich, es reicht. Ein rosa Strumpf, auch cool, ja, was Extravagantes mag ich auch. Okay, aber wir wollen ja nicht oberflächlich. Nein, sein, auf gar keinen Fall. Du hast ja eine Frage. Ja, ich habe eine Frage. Kandidatin Nummer? 7. Ja, genau, ist mal 18, ne? 7. Kandidatin Nummer 7. Wie würden dich deine... Das ist von den Schuhen her, das, also die finde ich gar nicht schön. Deine besten Freunde beschreiben? Ich glaube, ziemlich lustig. Offen, aber nur offen bei Leuten, die mir wichtig sind. Also bin ich ein bisschen introvertiert. Eigentlich coole Stimme. Ganz funny. Sehr sympathische Stimme. I guess. Hallo. Hi. Sag mal Senkfußeinlage. Senkfußeinlage? Ah, jetzt habe ich ihn erkannt, den Dialekt. Woher kommt sie? Aus Spanien. Falsch. Okay, Kandidatin Nummer 6. Wie würden dich deine Freunde beschreiben? Meine Freunde würden mich beschreiben, dass ich mich mit allen Menschen verstehen kann und alle Arten von Menschen verstehe. Oh, everybody's darling. Ich überlege die ganze das bin ich. Zeit, wie mich meine Leute beschreiben würden. Ne? Soll ich es mal kurz machen? Geistesalkoholkrank, übermotiviert, dumm im Kopf, geh ins Gefängnis. Spaß, ich liebe den Mann. Glück stehe ich nicht hinter der Wand, das wird für mich nicht gut ausgehen, glaube ich. Wie würdest du mich beschreiben? Gut. Kandidatin Nummer 2, du bist die Nächste. Nerd, Partysau und chaotisch. Sympathisch? Partysau. Nerd. Bist du auch? Nö. Nicht mehr. Digga, natürlich bist du eine Partysau. Ja? Weiß ich nicht. Doch. Doch. Schon. Chaotisch? Auf was bezogen? Eher so unordentlich? Oder wo bist du chaotisch? Überall im Leben. Warum man das macht? Okay. Um seinen Traumpartner zu finden. Strukturiert tatsächlich. Aber das gleicht sich dann ja aus. Meinst du? Ja, das ist so Yin und Yang. Kandidatin Nummer 2, bist du gerne chaotisch? Für dich bin ich auch gern ordentlich. Oh. Für dich bin ich gerne unordentlich. Cute. Gut. Da hat sich jemand gefunden. Yes, nee, nicht Kandidatin Nummer 3, bei den Schuhen bin ich natürlich auch mal sehr gespannt. Wie dich denn dein... Das dann auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall... Also da sehe ich, also da ich nicht, da, also nicht, also jetzt, also nicht, dass ich da jetzt Ahnung hätte, aber das sind so BDSM-Ropes und diese Knoten hier, also da hat sich jemand Gedanken gemacht und Mühe gemacht. Also da... Wie dich denn deine besten Freunde beschreiben würden? Also eine sehr verrückte Retro-Gamerin, die auch mal sehr zulangen kann, wenn es sein muss. Sie kann ich bin dafür bekannt, dass ich gerne auf Festivals gehe und mich dort auch mal schlag.
Oh, na gut. Nochmal, du willst mich schlagen? Pass auf, ich stehe jetzt sehr nah dran, aber bitte nicht lostreten jetzt. Also nochmal. Ich bin dafür bekannt, dass ich mich gerne mal auf Festivals schlag. Ja, Marc, wie stehst du? Naja, klingt jetzt erstmal für eine, also nach einer großen Red Flag, würde ich sagen. Ich mach direkt den Humor. Schlagen, weil du Stress hast oder weil du so pokst in der Menge? Oh, nee, eher weil ich meine Freunde beschütze, dass die keiner angrapscht. Oh, okay. Aber, ist gut. Werden deine Freunde regelmäßig angegrapscht? Ziemlich. Meine Freundinnen sind ziemlich heiß, ja. Bist du auch ziemlich heiß? Ich würde es so behaupten, ja. Aber du hast jetzt kein Aggressionsproblem. Oh nein. Okay, gut. Aber ich hört sich an wie die militante Veganerin. True. Ich möchte jetzt keine Frau, die sagt, geht weg, lass die Finger vom Marc. Hä? Und so aber vielleicht müssen die das machen. Nein. Kandidatin Nummer 4. Mit dir haben wir heute am wenigsten bis jetzt geredet. Hi. Hi. Oh, das war ein sympathisches Hi. Ja, also meine Freunde würden mich wahrscheinlich als sehr offenen, selbstbewussten, lieben, lustigen Menschen. Holy shit, wie viel? Süß. Wie viel? Und sie ist dein Fave bis jetzt, oder? Von den Schuhen irgendwie schon, ja. Oh. Ich finde die süß so. Und von der Aussage? Auch, die Stimme hat sich sympathisch angehört. Wie hört sich meine Stimme für euch an? Ja, auch ganz lieb. Guck, die Stimme täuscht. Ich schon grad, also. Haben wir irgendeine noch nicht gefragt? Mich. Oh, da, die Moonwalk. Nummer 1, bitte. Hallo. Oh, sympathische Stimme, sehr sympathische Stimme. Also meine Freunde will mich beschreiben als ziemlich outgoing und sehr sportlich. Hat er Fußfetisch? Nee, hat er nicht. Okay, wir haben alle, oder? Haben wir alle? Hi. Oh, Entschuldigung, Nummer 5. Hi. Meine Freunde würden über mich sagen, dass ich humorvoll bin, strukturiert und brutal ehrlich. Brutal ehrlich ist eigentlich eine sehr gute Eigenschaft. Brutal ehrlich, da sind wir wieder beim Thema. Okay. Also gehst nein, du also das bleibt nicht bei den Füßen, das geht noch weiter hoch. Er hat keinen Fußfetisch. Manchmal muss es einfach raus und dann. Nein, er hat auf alles keinen Fußfetisch. Auf alles. Aber er hat hier einen Popel in der Nase. Den hat er hier hängen, Marc. Kann ich nicht anders. Boah, ich fühle sie so. Manchmal muss es einfach raus. Ja, lass es raus, ist kein Problem. Du bist auch übrigens sehr direkt, das mag ich. Findest du? Ja, ich habe heute noch drüber nachgedacht im Hotelzimmer, dass du eine sehr ehrliche, direkte Art hast, die einen auch tatsächlich verletzen könnte. Aber das Schöne ist, es ist ja deine Meinung. Nicht jeder kann immer die Wahrheit ab. Und dann denke ich mir, ey, komm, dann sage ich dem du. Ich mag dich nicht so gerne, aber ich sage, du bist echt übertrieben scheiße. Mhm. So. Ich sag ja. Mach das Format bitte barfuß, nur aus Interesse. Alles klar, Bruder. Ich habe auch keinen Fußfetisch. Na, auch nicht, kommt's. Du bist übertrieben scheiße. Anyway. Was er für einen Fetisch hat, werdet ihr demnächst in unserem Podcast erfahren. Chat, Vibrationsalarm. Coming soon. Du musst jetzt einen von denen raus. Ach, jetzt muss schon jemand raus? Ja. Wer war für dich diejenige, die... Irgendwie würde ich die 4 auswählen. White Chicken, danke schön, Kuss. Also, sorry schon mal an alle Mädels, wirklich. Es ist die letzte, die kurz letzte. In der ich Zeit. Die letzte irgendwie outfitmäßig mit dem Mantel. Bitte nicht persönlich nehmen, aber ja, dann ich würde die letzte nehmen. Ja, die ich letzte. Auch. Ich auch. Okay, dann Kandidat Nummer 7, du bist leider raus. Oh, scheiße. Ich wusste, dass das eine Fehlentscheidung war. Oh, aber das Outfit ist doch irgendwie cool. Hallo, Marc. Freut mich. Freut mich auch. Sorry nochmal. Aber bezaubernd. Nochmal einen Applaus vom ganzen Team. Danke, dass du dabei warst. Sehr berlinisch, das Outfit. Sehr cool. Ja. Ich hätte es bereut. Die war schon hot. Sorry. 10 von 10. Es kommt ja auch drauf, an, wie sympathisch sie auch ist. Nicht nur aufs Aussehen. Schreibt dir. Schreibt dir auch. Das sind krasse Outfits. Wer springt dir als erstes ins Auge? Also als erstes wirklich, ihr habt euch alle richtig hübsch. Die 2 und die 3 ist ja... Outfits angeht. Oh, sie hat Style, das sieht man hier. Sie hat Style, die Cargo-Pants mit der Hose, der Schmuck. Sie ist so sehr ordentlich, sie ist auch, glaube ich... Oh, sie sind alle gut gekleidet, scheiße, Mann. Das kann ich schon mal sagen. Ja gut, als erstes ist die, die hier mit den Faustschlägen da übers Perukaville läuft, ne? Mit den Faustschlägen übers Perukaville. Aber Nummer 2 ist auch krass. Nummer 3, welche Festivals bevorzugst du so? Hauptsächlich Metal-Festivals. Ja. Nummer 4, Wacken oder Perukaville? Was? Entschuldigung, ich hab's jetzt nicht gehört. Ja, das sind so Festivals. Kenn ich ehrlich gesagt nicht. Nova Rock oder Lollapalooza? Ach so, ja, ich hab keine Ahnung. Okay, ja, sie ist... Könntest du sie ja mit... Bisschen boring. Du gehst ja die ganze Zeit auf Events, oder? Ja. Kannst du sie mitnehmen? Ich mag super gerne Festivals, jetzt ohne Spaß. Finde ich gut. Ich würde die nächste Frage stellen. Wie hoch ist dein Bodycount? Oh, ist eine Frage. Findest du das wichtig? Ich habe mir gedacht, heute mal was Außergewöhnliches. Etwas, was man jetzt nicht so oft fragt. Ehrliche Antwort, ist mir voll egal. Mir auch. Ich bin dafür auch geshitstormt worden wegen meinem Bodycount auf TikTok. Es ist egal, aber trotzdem irgendwie interessant. Sag ich jetzt so, wie es ist. Kandidatin Nummer 1.
Mein Bodycount ist 6 und ich bin ziemlich selektiv. Es muss gewisse Standards da sein, wo ich mich wohlfühle. Wo das wird heute Abend dann nichts mit Marc Eggers. Kommunikation passt, bei mir ist halt eine Connection mega, mega wichtig. Ja, kann ich sehr gut verstehen. Vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Kandidatin Nummer... Was ist dein Bodycount? Wieso schreibt ihr jetzt alle, Digga? Keine Ahnung, zwischen 40 und 50, I guess. Weil wir gehen jetzt mal komplett... Irgendwie sowas. Ich habe nie eine Strichliste gemacht, nie gezählt. Also. Einfach die Reihe runter, wenn das okay ist. Und das Ding ist, in der Schule, Mathe war immer meine Schwäche. Hey, warum schreibt ihr WTF? Hahaha. Wieso schreibt ihr alle so? Warum schreibt ihr alle ruhiges Wochenende? Never? Digga, warum schreibt ihr alle so, hä? Wieso, warum macht ihr jetzt so, Digga? Hä? Willi 2.0? Digga, ich bin 30. Ich bin 30. 30 bis 40 Männer heftig an einem Wochenende, Junge. Ich kann nicht weiter. Wenn er kann, dann kann jeder. Oder du vergisst, dass ich extrem gut aussehend, wohlhabend und berühmt bin. Du im Best Case maximal eine dieser Eigenschaften hast. Da ist eins zählen, deswegen kann ich es leider nicht sagen. Das ist eine cute Ausrede, aber. Das wäre auch wirklich meine Antwort tatsächlich gewesen. Das ist so cute. Wie hoch ist er bei dir? Hä? Es geht doch hier um mich. Kandidatin Nummer 3. Nicht so viele, wie du jetzt wahrscheinlich denkst, aber dafür die richtigen. Würdest du sagen... Ist das die militante Veganerin? Du hast falsche Nummern in deinem Bodycount, also Sachen, also One-Night-Stands oder so, die du bräust? Ich habe wirklich jetzt in meinem Leben tatsächlich nicht so viele One-Night-Stands gehabt. Ich auch nicht. Ich weiß, das glauben die meisten Leute auch nicht. Das glauben auch die meisten nicht. Ich habe wirklich nicht so viele gehabt. Natürlich hatte ich die schon. Und wenn ich sexuell was... One-Night-Stands sind immer Bullshit, die sind immer Dogshit, die sind immer Scheiße, Mann. Das lohnt sich doch nicht, Digga. Das ist doch doof. Bereut habe, war es entweder 40 Beziehungen gehabt oder was. Nein, Bro, aber also, keine Ahnung, wenn, dann habe ich halt irgendwie immer so ein F-Plus-Ding gemacht oder mehrfach mit irgendeiner Frau was gehabt oder so. Also, ich hatte doch ein paar Beziehungen halt, na klar, so. Digga, ich bin 30, Mann. Irgendwann habe ich angefangen mit meiner Sexualität? Mit 8? Nein, Spaß. Zu viel Alkohol oder echt One-Night-Stands? Oh, weil da der Vibe nicht so da ist, du kennst ihn nicht und keine Ahnung. Sehr gute Antwort, Kandidatin Nummer 4. Also mehr als 6, aber weniger als 8. Okay, auch eine gute Antwort. Nummer 5, Kandidatin Nummer 5. Ich persönlich finde, der Bodycount sollte komplett egal sein, deswegen ich möchte deinen nicht wissen und ich verrate meinen auch nicht. Oh! Okay, finde ich voll spannend, was ist dein Bodycount? Was ist denn? Marks Bodycount weiß man, glaube ich, gar nicht, oder? Ich glaube, den kennt man tatsächlich nicht. Ich glaube, actually... Was ist Englisch, ne? Bodycount? Ja. Was bedeutet das nochmal? Mit wie vielen verschiedenen Geschlechtspartnern? Was denkst du denn? Also Geschlechtspartnern, bei mir ist das also alles, also auch so non-sexuell. Also schon sexuell, aber nicht der sexuelle Akt, also der Akt als solcher, versteht ihr? Aber wenn mir jemand mal zum Beispiel den, ja, also da unten angefasst hat, dann zähle ich das dazu. Mit der Intention, ihr wisst schon. Ja, komm, jetzt hier scheiß Video weiter. Was würdest du denken? Komm, ehrlich. Was ich von dir denke. Du bist doch so eine ehrliche Person. Ja, also... Nein. Also es geht nicht um den sexuellen Sexakt, also reinstecken. Versteht ihr, was ich meine? Zähl nochmal. Ja, dann, keine Ahnung. Dann wahrscheinlich 30. Auf jeden Fall über 20. Guck mal, da hinten die Leute hier. Onkel zum Beispiel. Nein, Digga. Und Tiere und Flugzeuge zählen nicht, ihr kranken Schweine. 10, 20, was sagt ihr? So, wir sind bei der letzten Kandidatin. Ich bin gespannt. Also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe 11 Partner gehabt. Das ist eine gute Zahl. Ja. Ich muss sagen, wirklich, diese Ehrlichkeit finde ich eh schon super. Okay. Ist stark. So, based auf dieser Frage musst du jetzt eine von den Mädels auswählen. Ja. Optisch gefällt mir die Hose halt nicht, ne? Aber ich fand, die Antwort war jetzt echt... Die Hose ist toll. Die Hose von Nummer 6? Ja. Ja, weil die ist doppelt so breit wie deine Skinny Jeans, Marc Eggers. Also ehrlich, ich würde hier... Sie hat... Für mich gibt sie den Sekretärinnen-Vibe und sehr brav und natural. Würde ich... Weiß ich nicht, ja. So, aber... Ich hasse auch diese Schuhe. Gleiche. Ja, gefällt mir nicht. aber ich... Oh, es ist mega doof, denn... Ich nimm. Ja, 1. 1? Nee, glaub nicht. Nummer 1? Ja. 1, glaube ich, war ein Fail. Okay. Oh nein! Die Tattoos sind sehr hot. Ich wusste, dass ich eine Fehlentscheidung getroffen habe. Oh. Oh, hallo, Marc. Ah, okay. Ja. Hallo, Selina. Ja, die Tattoos sind cool du bei ihr. Sehr süß. Dankeschön. Ja. Also, schön, dass du da warst. Auch, warte mal. Sind da Kontaktlinsen drin? Nein. Ah, da macht er jetzt nochmal den hier, ne, auf. Kann man eine Close mal auf die Augen machen? Selina, hier, das ist deine Kamera. Boah, die Augen sind wirklich krass. Wirklich krasse Augen. Zeig mal deinen schönsten Blick. Ah, ich komme neben dir mit meinem schönsten Blick. Pass auf, Achtung, von unten nach oben kommt er immer. Achtung, achso, und okay. Jetzt hoch und. Ja, Bro, also Marc, tu mir einen Gefallen, aber. Selina. Es tut mir leid. Ey, schön, dass du dabei warst. Danke. Wenn man deine Hose hoch, der guckt alles raus, sehe ich jetzt gerade. Das ist Fashion, hallo. Ach, das trägt man so? Ja, das trägt man. Ich mach's bei mir jetzt auch.
Jungs, rechts oben stehen die Instagram-Namen. Jungs, Digga, ihr guckt meinen Stream. Ihr braucht gar nicht versuchen, da jetzt irgendeine Nachricht zu schreiben oder sowas. Dev, also ihr braucht da jetzt auch nicht in DMs zu sliden. Da ist, das könnt ihr vergessen. Ihr seid meine Viewer. Das, ne? Sieht gut aus. Nee. Ist nicht? Nee, wirklich, danke, sehr sympathisch. Es geht weiter, du darfst jetzt noch eine Frage stellen und danach musst du noch jemanden rauswählen. Oh, okay. Mhm. Es wird hart. Es wird wirklich hart. Hast du eine gute Frage? Ich habe eine unfassbar gute Frage. Bist du größer oder kleiner als Marc? Marc ist 1,90, ich bin 1,85, 1,86. Du würdest jetzt 1 Million Euro bekommen. Was würdest du dir als allererstes davon kaufen? Boah, Digga, mit 1 Million Euro... scalable Tesla Bonds. Gute Frage. Ist gut, ne? Richtig gut. Richtig gut. Sehr. Also, ich glaube, ich würde mir gar nichts kaufen. Ich würde mir so einen Finanzberater holen. Yeah! Yeah, sir! Save that girl! Und dass der das macht, weil ich will nicht irgendwie das Scheiße ausgeben. Das ist aber smart. Gibt's nicht so eine Sache, die dir sofort kaufen würde? CFGO-Cases. Nee. Okay, Kandidatin Nummer 4. Was würdest du dir kaufen? Die hat, glaube ich, schon viele. Die sagt, eine Mio, keine Ahnung. Eine Mio zu den anderen legen. Fällt nicht auf. Eine große Wohnung, dann kann ich meine kleine vermieten. Sie hat schon Eigentum, klar. Und viel Reisen. Auch gut, klingt auch wirklich gut. Ist die kleine Wohnung Eigentum? Meine, ja. Oh, okay, okay, okay. Eigentumswohnung in Wien ist auf jeden Fall schon gut. Ja, wir machen weiter mit Kandidatin Nummer 3. Ja, also ich würde wahrscheinlich auf jeden Fall sofort in den Urlaub fahren. Wahrscheinlich Klamotten kaufen oder sowas. Wohin? Fresh. In den Urlaub? Irgendwohin, wo es türkises Meer und weißen Sand. Wer würde Subs giften, wenn er so viel Geld jetzt gewinnen würde bei mir im Chat? Nur kurz die Frage, dass wir das vielleicht mal kurz fragen. Also nur das... Wir schreiben alle Nein, Digga. Warum? Ich bin jede Woche eine Stunde für euch live. Jede Woche gehe ich mal eine Stunde live für euch. Also Digga, das ist so viel Arbeit. Ey. So schade, wirklich, so schade, Mann. Du verdienst genug. Und das hasse ich, dass alle Leute das sagen. Trimax und Illy Geller nicht. Die verdienen nicht genug, oder was? Ich hasse euch. Ich hasse euch alle so sehr. Ausrufezeichen Prime in den Chat, sonst fickt euch wirklich ins Knie, ehrlich. Hast du da eine Idee? Ja, Ballermann, Mallorca. Arenal, ne? Direkt. Welchen Klamottenstyle findest du bei Männern gut? Oversized und sowas. Also ja, Mark Eggers ist auf jeden Fall oversized. Die Hose ist extrem oversized. Ja. So Hoodies und... Perfekt. Jogger und sowas. Ja, Marc Eggers hat zum Glück nie enge Sachen an. Chat, jetzt müsst ihr mit Ausrufezeichen Prime auch noch Folgendes machen, den Prime-Sub einlösen und hier reinsubben. So schwer ist es doch nicht, oder? Kandidatin Nummer 2. Ich würde meiner Großmutter ein neues Haus kaufen, aufhören zu arbeiten und mich Vollzeit um sie kümmern. Flex! Bei 1 Million aufhören zu arbeiten? Das ey, Dankeschön, Kuss. Es soll sich ausgehen, bis meine Großmutter von uns geht und dann kann ich ja wieder arbeiten. Aber das finde ich richtig süß. Das heißt, du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Großmutter. Natürlich. Voll schön. Die Nägel sind aber auch, darf man eigentlich mal ran und gucken? Ja, guckst du dir an. Also diese Nägel. Julie, danke. Kannst schön du mal die Hände so? Kuss. Deine Nägel. Nee, andersrum. Boah, die sind aber auch. Digga, Marc Eggers. Ja. Findest du lange Nägel gut? Kratzt du gerne? Welche Schuhgröße hat Marc? 67. Das kannst du später rausfinden. Mhm. Ich bin im, welchem Hotel bin ich nochmal? Das haben wir gestern. Peitschen auch ein Thema für dich? Darüber können wir später reden. Interessant. Wenn es jetzt nicht die militante Veganerin dahinter ist, dann ist es sehr interessant. Aber ich bin jetzt nicht der Hund an der Leine später, ne? Marc Eggers, da habe ich anderes von dir gesehen. Können wir auch drüber reden. Oh, können wir auch drüber reden. Dann muss ich doch meinen Kameramann wieder mitnehmen. Carsten, später doch nochmal vorbeikommen. Okay, super. Sympathische Antwort auf jeden Fall mit der Großmutter. Wir fragen Kandidatin Nummer 1. Instant ein Haus mit Garten und mein Streamingzimmer geil einrichten. Woher wusste ich, dass sie Streamerin ist? Du streamst. Ja. Was machst du so für Livestreams? Ich bin auch gerade live. Stimmt nicht. World of Warcraft. Ah, du bist eine Gamerin. Ja. Ich glaube auch, dass ich den Herrn kenne. Wir kennen uns. Ah. Oh, weia. War ich schon in deinen DMs? Nein. Haben wir uns schon mal getroffen? Nein. Okay. Ich überlege gerade, wer die Streamerin ist. Samantha, bist du's? Ich muss jetzt eine raus. Oh mein Gott. Fehlen. Oh, ja. Ist das... Na. Ja, ich... Du kennst sie? Heißt du wirklich so? Anyway. Ist das Samantha? Du hast jetzt alle Antworten. Lul W. Du musst eine von denen rauswählen. Ja, ich wähle die letzte dann raus. Warte, stopp. Nee, ich habe ja gelernt, wenn ich hier was sage, ist direkt, jetzt ist raus. Wir beratschlagen uns. Komm kurz an. Okay. Wir tuscheln. Hm? Nee, Samantha. Ja. Die pinke willst du rauswählen? Nein. Welche? Okay, kurze Beratung. Ja, Mann. Digga, Marc Eggers geht zum Blind Date und hatte schon vorher Sex mit den Frauen. Das ist unglaublich. Es geht hier vielleicht um die Frau fürs Leben. Was würden die Zuschauer jetzt machen? Schreiben es jetzt in die Kommentare, ne? In diesem Moment.
Ja, Nummer 4 ist dann raus. Wird den Vorhang aufreißen. Ja, ich hätte auch die 4 rausgewählt. Das ist das Outfit einfach. Aww. Ach man, das war wahrscheinlich der größte. Ich hätte mich ins gemachte Nest gesetzt. Ich wurde schlecht beraten, sag ich dir ehrlich. Oh, sie hat einen sexy Walk drauf. Here we go, Illigella. Hallo, Marc. Hallo. Sakine. Oder willst du die Umarmung? Hallo. Ja. Das ist die Immobilienkauffrau-Chat. Heißt du? Sakine. Jacqueline. Genau. Ja. Dann, das passt eigentlich richtig gut. Ja, kann man einmal für die Kamera, möchtest du dich einmal nochmal hinstellen, Jacqueline? Das wäre es gewesen. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ich glaube, ich habe wirklich österreichische Revi. Ein bisschen was verkackt heute. Ja. Okay. Wir haben nur noch 4, ziehen uns jetzt zurück. Der Vorhang geht wieder nach oben und dann kommen wir und sehen noch mehr der wunderschönen Mädchen. Outfit, also dieses, also das ist ja, dieses Outfit ist krass, dieses Outfit ist krass. Ihr Outfit ist auch sehr krass, ihr Outfit auch cool und das, also das Outfit hier verstehe ich nicht. Ich würde jetzt vom Outfit her sie rausvoten hier, ne? Hier ist Kauer, moin moin. Ich sehe auf jeden Fall, der Vorhang hängt ein bisschen schief, Kuss. Weil ich weiß, die Mädels haben requested, dass sie ihre Brüste zeigen wollen. Oh, ah, ho, ui, 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 oh, da, ho, naja. Carsten, mach die Augen zu. Bist du bereit? Ich bin extrem bereit, ja. Okay, 3, 2, 1. Wenn du schon so grinst, ist schon... Jetzt guck. Vom Outfit her finde ich die 1 gar nicht cool, muss ich sagen. Also das ist einfach, weiß ich nicht. Das 1 ist einfach ein bisschen drüber, oder? Was ist dein erster Eindruck? Ja, jetzt bin ich überfordert. Ich muss sagen, diese Schnüre da hinten, das ist wirklich in diesem... Das ist geil irgendwie, ne? So diese, die hat auch BDSM-Knoten da drin, die sind gelernt, die hat Ahnung. Ein Kletterpark. Oh, die machen hier gerade. Hat man das gesehen? Ja. Also diese Knotennummer... Du kommst halt nicht so schnell ran. Das sagst du. Der Mann hat eine Heckenschere. Will schon eine freiwillig gehen eigentlich? Hier, Kandidatin 1. Wahnsinn, du bist Streamerin, ne? Also... Ja. Mhm. Und du kennst sie vielleicht, meintest du? Nee. Nee? Knotentechnik von Fritz Meinecke. Glaub nicht. Ja, das ist ein richtiger BDSM-Knoten. Chat. Ich darf nicht die Schublade hinter mir aufmachen, aber wenn ich es tun würde... Okay. Weibliche Streamerin, da gucke ich ja nicht. Guck ja nur die Jungs immer an. Oh, Dicker, Strebor. Kandidatin Nummer 2. Macht man nicht, hör auf. Will jetzt nicht zu viel sagen, aber natürlich... Löcht das. Die Schuhe, das kurze Schwarze geht natürlich immer. Würde ich persönlich auch selber tragen. Nein. Aber ich finde Kandidatin Nummer 3... Was war das? Sorry, ich wollte eine Annäherung machen. Ja, okay. Ja, dann gib die Hand. Dann machen wir das. Dann machen wir mit Hand. Okay, wenn meine Freundin das sieht. Ja, hallo. Komm, mach Huckepack. Nein, komm rauf. Zusammen. Also, du wolltest was sagen zu Kandidaten. Sorry, dass wir hier so rumalbern. Okay. Was ist mit diesem Vorhang? Umhang. Ja, ja. Bei Kandidatin Nummer 4. Oh, das ist ein Kimono. Was ist jetzt? Kimono? Ja. Trägt man ich kann es auch gerne zumachen. Ist dir das lieber? Fühlst du dich dann wohler? Boah, sie ist richtig. Sie ist die militante Veganerin, oder? Ich habe Konfrontation. Sie ist so. Soll ich jetzt was sagen? Nö, oh ja, bitte. Gerne. Das ist eine starke Frau. Was heißt super. Das? Toll. Ich nehme den Spruch zurück. Genau, ich nehme alle Sprüche zurück, die ich heute gesagt habe. Oh! Oh! Ich verstumme für den ganzen Abend. Ich verlasse den Raum. Digga, was ist da los? Was ist da los? Was ist? Wir wollen jetzt nicht nur. Chat. Ne? Und die ganze Zeit über die Outfits reden, sondern wir wollen auch Fragen stellen, weil wir die Damen ja auch kennenlernen wollen. Ja. Kandidatin Nummer 1, die Streamerin, wo jetzt alle die Subbomben platzen lassen. Wie wichtig ist... Ja, lass doch mal hier die Subbomben platzen, oder Chat? Ist dir denn tatsächlich Sex in der Beziehung? Sie lacht gerade. Warte mal, wir hatten jetzt noch nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hatten was und sie lacht mich gerade aus. Oh nein. Das war so diese 10-Sekunden-Nummer. Hä, das nicht, aber ich habe schon viel von dir gehört. Oh, was hast du? Oh, nichts Gutes, Digga, nichts Gutes. Hast du denn gehört? Nee, Kandidat. Hä, doch, ich wollte gerade weiter erzählen. Was hast du denn von Marc gehört? Ich? Ja. Puh, wo soll ich da anfangen, Marc? Ja, hau doch mal raus. Erzähl mal ein bisschen Tschüss. Weißt du? Erzähl doch mal. Wie war er in der... Digga, ich glaube, ich ziehe nach Wien. Chat. Ich glaube, ich ziehe nach Wien. Kölner Szene so unterwegs. Oh, fleißig, habe ich gehört. Hab ich mir aber auch ich meine, ich habe nur gehört. Das also, ich ist weiß. Digga, woher hört man sowas? Über mich hört man sowas nicht, Digga. Ich sitze zu Hause wichsend allein im Bett. Lasst mich alle in Ruhe. Aber mein Leute Gott, erzählen, bei jedem Gerücht ist ja auch immer was Wahres dabei, ne? Stimmt. Was gibt's denn da für wir machen weiter, kommst du wieder auf deinen Platz? Wie wichtig ist dir denn Sex in der Beziehung? Genau, das gibt es im Aftermovie dann. Wie wichtig ist es dir denn?
spielt schon eine große Rolle in der Beziehung. Ach, spielt eine große Rolle. Ja. Mhm. Ist wenn wichtig, klar. Gut ist, dann ist die Beziehung gut. Sonst. Sie ist so am Lachen. Irgendwas ist da im Busch, ne? Ja. Ich bin tatsächlich Nummer 4, Chat. Sie kennt dich. Ihr hattet auf jeden Fall. Hast du nicht einen eigenen Fetisch-Techno-Club? Also eigen würde ich jetzt nicht sagen. Also. In den Fall schon was. Nein, jetzt lass uns ja, kurz. Ja, auf jeden jetzt, Fall. Ey, du kannst ehrlich sein. Sie hat mich gefragt, ob ich da mitmachen will, ja. Ich muss kurz nachdenken. Gamescom? Scheiße. Kennst du jemanden, der schon mal was mit Marc hatte? Ja. I knew it. Und wie war's? Ja, kann man ruhig mal sagen. Wie war's denn? Mir wurde gesagt, schrecklich. Einfach nein, keine Ahnung, sie hat's mir nicht erzählt. Also das kann ja nicht ich gewesen sein. Hat sie auch gesagt, dass er besonders klein war? Okay. Okay. Kandidatin Nummer 2. Stehst du auf schlechten Sex, dann wäre ich genau der Richtige für dich. Ja, also Sex ist auf jeden Fall wichtig. Wie oft die Woche findest du Sex wichtig? Jeden Tag. Ansagen. Jeden Tag ist eine Aussage. Was sagst du? Sie kann auch mehrmals am Tag sein, wenn es sich gut anfühlt. Mhm. Bei dir und deiner Freundin? Naja, jetzt können wir mal drüber reden. Naja, nicht nur mich in die Pfanne hauen. Deine Freundin hat mir auch gesagt, so gut ist es nicht. Mit der Zunge. Nein, Spaß. Hör jetzt auf. Hey, Marc. Nein, wie oft bei euch? Ja, also Kandidatin Nummer 3. Naja, warum? Guck mal, was ist das denn hier für ein Format? Ich werde hier in die Situation gebracht. Jetzt würde ich gerne mal hören. Ich höre dich ganz, ganz schlecht. Ich muss ein bisschen an der Aussprache arbeiten. Kandidatin Nummer 3. Sex ist natürlich sehr wichtig, aber das ist wirklich nicht das A und O in einer Beziehung. Aber gehört natürlich sehr dazu. Du traust dich nicht näher zu Kandidatin 4, oder? Trau du dich doch mal näher ran. Ja, gar kein Problem. Ja. So, Kandidatin. Ja, das. Hab sie schon. Grüße an die Freundin, hier ist alles super. Mach. Kandidatin Nummer 4, wie wichtig ist der Sex? Sie holt sich. Dir gar keinen Kopf, wir haben einen schönen Abend. So, Kandidatin Nummer 4, wie wichtig ist es dir denn? Puh, das kommt auf den Partner an. Wenn ich den richtigen Partner habe und mit dem alles richtig gut funktioniert, dann ist der Sex auch einfach Wahnsinn. Das finde ich eine richtig gute, erwachsene Antwort. Ist super. Ja. Ja. Und irgendwie finde ich das Outfit jetzt noch besser. Komm, behält mir nochmal wieder. Mhm. Was super. Du von mir? Ja, nee, ich hätte sie nicht rausgeworfen, wenn du es sagst, die vierte leider. Echt jetzt? Ah, die vierte? Ah, das habe ich gar nicht gesagt. Die vierte? Das ist ein komischer Call. Das. Oh, ich wusste, dass sie nicht falsch ist. Hallo. Hi, freut mich. Ich wusste, dass der Händedruck genauso ist. Ja, wirklich? Ja. Okay, ich habe mit einem bisschen stärker vorgestellt. Oh, sie ist sehr dominant, ne? Hätte ich Sorge. Ja, Mensch, also, guck mal, ich werde doch hier schon so abrasiert. Was soll ich denn noch sagen? Nee, super. Cooles Outfit. Danke. Aber das ist ja nicht privat, so läufst du nicht so durch die Wiener Innenstadt. Nein, natürlich nicht. Nee. Das ist aber ein Festival-Outfit oder wo kann ich mir dich so vorstellen? Meistens am Donnerstagabend auf Twitch. Du bist auch auf Twitch? Was? Workshops? Sie macht Fetisch-Workshops? Was für Workshops? Schieberi-Workshops. Schieberi-Workshops? Ja, das ist das BDSM-Knotending. Woher weiß ich das, Chat? Woher, Moment mal, woher weiß ich das? Ich habe darüber mal eine Doku geschaut, tatsächlich. War das wieder Donnerstag? Was ist das ganze Zeug da mit den Seilen und so, ne? Ah, du erklärst, wie das funktioniert? Genau, ich weiß. Da würde ich ja fast gerne mal einen Workshop bei dir nehmen. Das ist dann circa so, ja, du wirst dann irgendwann unten am Boden liegen, so in Embryo-Haltung, total angebunden und dann ziehe ich dich nach oben. So, da sehe ich dich. Ja. Toll. Ich würde es ausprobieren. Man muss alles mal ausprobieren, Chad. Da bin ich dann tatsächlich raus. Ach, so eine Nummer ist das dann. Okay. Cool, dass du da warst. Danke, danke. Vielen Dank. Oh. Hot. Ich fand sie cool. Cool, ja. Aber wirklich jeder so, wie er mag. Meins ist es nicht. Ich weiß Heroin wirklich, jetzt nicht. Dass ich das nicht gut finde. Grüße gehen raus an Revi. Was soll das denn jetzt? Der wird sich auf jeden Fall freuen. Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Ich hab nur mal zu ihm gesagt, dass man doch alles mal ausprobieren muss, Digga. Ich hab nie gesagt, dass das mein Ding ist. Ich hab nie gesagt, dass es mein Ding ist. Ich hab nur gesagt, dass man Sachen mal ausprobieren muss. Der Dreckige. Außerdem kann ich das gerade gar nicht machen. Ich hab einen Kreuzbandriss. Ich hab einen Kreuzbandriss, Digga. Ich hab einen Kreuzbandriss. Also, tut mir leid, Chat. Jetzt ist hier wieder irgendwie. Lobby löscht das sofort, du Dreckiger. Da könnte ich auch gerne mal connecten. Der ist ja auch auf Stream, auf Twitch unterwegs. Der liebt das. Ist angefesselt, hochgefesselt. Das ist so ein, das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine dreckige. Jetzt rufe ich den Wichser an, wirklich. Jetzt rufe ich den dreckigen Hundesohn an. Also das macht man nicht. Das ist nicht in Ordnung. Warum wird er so rot? Ja, weil ich bin, es wird dir Scheiß über mich erzählt. Hä? Marc Eggers, ich bin gerade live im Stream und ich muss hier an der Stelle die Freundschaft zu dir auflösen. Es ist vorbei. Was ist passiert? Nee, weil jetzt, ich guck mir gerade das Video hier an, 7 Girls Blind Date mit Marc Eggers, ja? Ja, zu Recht. Nee, nein, nee, Also das ist eine Unverschämtheit, dass jetzt so Sachen über mich erzählt werden. Ja, ich bin... Ich hab's vergessen, euch zu connecten. Das stimmt, weil die Fesseln, die ziehen... Das will ich aber nicht. Ich hab einen Kreuzbandriss. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Ich hab nur mal gesagt, man muss mal Sachen ausprobieren. Aber man muss sich doch nicht... Also Marc, jetzt stellst du mich in Licht da, was gar nicht so ist, ja? Ich connecte euch
Nein. Also, Marc Eggers, wenn du jetzt hier so anfängst, ja? Wenn du jetzt hier so anfängst, dann werde ich auch mal deine Sachen hier ausplaudern, mein Lieber. Ja, alles dann. Ja, komm. Dreckiger, wirklich. Also, das ist Chat. Tut mir leid. Nein, das mache ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Bild hier erschaffen wird von mir, aber... Nein. Ich habe mal gesagt, man kann ja mal Sachen ausprobieren. Getroffen, Hunde bellen. Digga, also ich kann dir 200 Sachen über meine Sexualität sagen. Ehrlich, da habe ich gar keinen Stress mit. Man mag vielleicht mal ausprobieren, ne? Dürftest du das einfach so exposen? Ja, na klar. Na Sebastian, klar. Ne? Schön Bondage. BDSM ist nur Spaß. Ja, ich mache das aber gerne beim Gegenüber, nicht bei mir. Das ist vollkommen den Tatsachen... Wie sieht's denn bei euch? Ist falsch. Aus, ihr drei Mädels. Werdet ihr auch die sich gerne fesseln lassen und dann an der Decke hochziehen lassen? Das Einzige, wovon ich mich fesseln lasse, ist von Computerspielen, sorry. Ich von meinem Mauskabel. Okay. Okay, nächste Frage. Ja, ich mach's gerne, aber ich bin nicht derjenige, der an der Decke hochgezogen wird, sondern ich bin der mit dem Seilzug. Ist es auch egal, was ich in meinem Schlafzimmer mache, Chat? Okay, Kandidatin Nummer 1, Familie, Thema für dich? Nee, ich mag Hunde. Hä? Okay. 2? Ja, auf jeden Fall. Hallo, Lobby! Oh. 2 bis 4, I don't know. Möchtest du eine Familie gründen? Ja, auf jeden Fall. Wie viele Kinder willst du? 4. 4? Ich habe echt mal überlegt, wie viele Kinder ich haben will, ne? Ich glaube, mit 3 bin ich bedient, wirklich. Das, also... Richtig Haus, Fans, ja, Hund. Mit diesem Ridgeback. Süß. Ja, klar. Hey, in meinem Alter irgendwann wäre schon mal gut. Familienauto. Ja. Das sehe ich dich. Nicht. Wusste ich, dass du das sagst. Okay, ja. Okay, du musst dich jetzt entscheiden. Mit wem möchtest du auf gar keinen Fall eine Familie gründen? Ja, die Nummer 1 hat ja schon so viel Schrecken gehört, dass es ja schon keine Basis mehr. Oder hätte ich eine Möglichkeit, dich noch vom Gegenteil zu überzeugen? Das entscheidest ja nicht nur du. Nein, aber wenn ich jetzt mir aussuchen könnte, wie viele Kinder, dann würde ich sagen, 3 ist gut. Du kannst mal, ich weiß nicht. Ich nehme Kandidat Nummer 1 raus. Das wird Marks Type sein. Scheiße, ich wusste das nicht. Hallo. Du siehst super aus. Colin. Wie heißt denn die Freundin? Woher kennt ihr euch? Wir kennen uns nicht. Sie hat auch so ein Latex-Outfit. Wir kennen sich, ich kenne dich halt, Twitch. Okay. Wo kommst du her? Colli Esi. Kennt man sie auf Twitch, Chat? Kennt man sie auf Twitch? Ist sie... Was macht sie für Content? Nee, kennt man nicht. Alles klar, Chat, gut. Ihr seid auch wirklich dreckig, ne? Österreich. Und streamst du so? Ist das so ein Streaming-Outfit von dir? Standard, ja. Ja, okay. Sieht aber super aus. Digga, was würdet ihr, Chat, würdet ihr mich subben, wenn ich so ein Outfit anziehe? Würdet ihr mich, 46.000 Follower ist doch gut, oder? Ich werde mir ein Fetisch-Outfit bestellen und dann ziehe ich das einfach im Stream an und rock das durch, Digga. Ja, direkt 50 Subs. Und jetzt wird wieder gecappt. Dann sitze ich nämlich hier, ja? Und dann habe ich das an und alle cappen rein und dann wird entfolgt wieder, Digga. Dann kommen nämlich keine Subs. Das sieht echt gut aus. Also echt auch eine klasse Figur. Ja, sehr, nächster sehr Stream im Maid-Outfit. Schön. Tschüss. Ciao. Wie heißt der auf Twitch? Jetzt ist der Moment für die Werbung. In die Kamera. Khaleesi. Ich mache auch OnlyFans und Patreon. Oh. Ich mach das nicht. Da ist dann die Thematik für mich dann wieder interessant. Ne? Also OnlyFans, fänd's doch schlimm, wenn ihr es macht? Oder sogar gut? Wenn die richtig Vollgas gibt, sorry auch an alle Frauen, die es machen. Ich glaube, es wäre mir persönlich ein bisschen zu doll. Glaube ich auch, ja. Weil du an die Zukunft denkst und an deine Kinder? Oder weil du denkst, ah, dann ist der Reiz weg? Oder weil du denkst, es ist der Unangenehm? Wenn ich mir vorstelle, mein Sohn oder Tochter kommt aus der Schule, keine Ahnung in welcher Klasse, und die sagen, ey, Papa, ich habe hier von meinen Mitschülern irgendwelche Bilder von Mama gesehen, Videos, wie die da masturbiert. Ich glaube, das wäre mir zu krass. Das wäre mir einfach... Ja, den Punkt kann ich ein bisschen fühlen, wa? Den Punkt fühle ich ein bisschen. Auf der anderen Seite, who am I to judge? I don't fucking care. Mir geht's eh schrecklich. Ich halt die Fresse. Wirklich zu doll, tatsächlich. Schade. Es wird die Linke werden für Marc. Die hat auch ein cooles Outfit an. Ihr seid im Finale und bekommt jetzt erstmal einen richtig krassen Finalapplaus. Finale! Ey, das ist ja wirklich teamtechnisch. Okay, hast du eine finale Frage? Dafür habe ich dich jetzt an meiner Seite für eine richtig gute, spicy, finale Frage. Nach dieser Show geht ihr auf euer erstes Date. Wie sieht das erste Date für dich aus? Wie? KitKat Club auf 19 Tequila-Shots. Wie sieht denn... Nackt im Darkroom. Hab laut gedacht, leider gerade war ein Witz. Dein erstes Date aus. Ganz Kandidatin okay. Nummer 1. Ich würde auf jeden Fall was Gutes essen gehen wollen. Ja, same.
Und ja, ich weiß auch nicht. Ich bin da sehr nackt in den Backrooms, da sehe ich mich, Digga. Kreativ, ehrlich gesagt. Also ich mag das, wenn da eher der Mann sich so ein bisschen Gedanken drüber macht. Und kennt ihr so Leute, die sich so ein bisschen zu sehr in Dates reinsteigern, die so machen so, ich habe um 19 Uhr einen Tisch reserviert beim Italiener, 20 Uhr gehen wir dann ins Kino, 23 Uhr in eine Bar und nach der Bar gehen wir dann noch tatsächlich Heißluftballon fliegen und gucken uns die Stadt Köln in der Dunkelheit von oben an. Digga, Bro. Und zurück zu Marc. Wie sieht das erste Date aus? Digga, Marks erstes Date ist, der hat nicht mal einen Führerschein. Der fährt mit E-Scooter zum Burger King, Junge, und zündet die dann auf dem Parkplatz, der Eklige. So, jetzt auch mal erzählen, wie er wirklich ist. Ich habe mal eine Freundin kennengelernt und unser erstes Date war in Barcelona. Also wir sind, ohne dass wir uns kannten, einfach nach Barcelona geflogen. Es war mega nice und wir sind dann auch zusammengekommen. Kandidatin Nummer 1, könntest du heute noch deinen Koffer packen? Ja, ich war dabei. Damn. Ich war auf jeden Fall dabei. Ich würde ins Planetarium gehen, um Sterne zu schauen. Das ist ein guter Call. Oh. Das ist echt. Das ist so süß. Kann einmal mein Kameramann rankommen? Die anderen Leute hatten immer jemanden an der Seite, der die beraten hat. Carsten. Digga, Carsten doch nicht. Du kannst doch nicht Weirdchamp Carsten fragen. Der, also. Carsten, das wäre mir ein freundschaftliches Anliegen, mich ganz kurz zu beraten. Denn zeig doch nur. Nö. Du bist jetzt im Bild. Weiß Carsten hinter genau. Der Kamera. Riesenapplaus. Carsten weiß es. Sag mal ehrlich, nur mal kurz deine Meinung. Ich habe nämlich schon voll eine Entscheidung getroffen. Nicht? Ich weiß es auch. Ich weiß genau deine Entscheidung. Ja, dann Kamera auf mich. Ich werde jetzt eine Entscheidung treffen. Es ist die rechte Dame. Also, natürlich, Kandidatin 1 kann man nicht sagen. 10 von 10 optisch. Kandidatin 2 auch sehr schön. Aber mich hat Nummer 2 einfach menschlich mehr abgeholt. Ich wusste es. Das ist so mein komplett ehrliches Statement. Oh, Digga, ich habe fucking Pollenallergien. Junge, raus aus meiner Nase, ihr dummen Söhne. Ja, es juckt, Digga, es juckt in meinem ganzen Gehirn von innen, diese vernotteten Pollen, Digga. Was ist denn das? Wie kann es denn sein, dass es jedes verfickte Jahr im Frühjahr einfach von diesen vernotteten Scheißbäumen irgendeine Rotze regnet, Digga? Und da mein ganzes verficktes Ökosystem davon gefickt wird, von diesen dreckigen Nuttenpollen, Digga. Wie kann das denn sein? Diese Dinger sind so groß, sie sind kleiner wie ein Staubkorn, Alter. Diese verfickten Bäume, Junge, fickt euch, Digga. Ich will euch alle absägen und verbrennen, Digga, ihr dreckigen Müllbäume. Ihr Digga, ich hasse es, Mann. Deshalb entscheide ich mich für die Optik-Kandidatin Nummer 1. Nein. Nein, wirklich einfach, weil ich mir auch selber da treu sein will, würde ich doch. Nee, Digga, ich hasse Pollen. Ich scheiß Pollenallergie. Kandidatin Nummer 2. Ich wusste es so. Okay, Kandidatin Nummer 1. Kripiaki, danke schön. Hallo. Hi, na? Hi, schön. Hallo, Marc. Scheiße, Mann. Halt, ja. Wer eher denn dein Typ? Der Marc, ja, ist schon fesch, aber... Der ist fesch? Der Marc. Auch einfach besser als... Die Reaktion. Wie ist bei mir? Wie ist bei mir? Wie ist bei mir? Bin ich Typ? Ja, nicht. Der Marc. Kann ich das nochmal machen? Oh mein Gott, ich weiß. Ja, komm nochmal. Hier kommt Kandidatin Nummer 1, die es leider nicht geworden ist. Zum zweiten Mal. Hi. Hey. Hi. Und, wäre ich so dein Typ? Ja, es geht. Deshalb haben wir es nochmal gemacht, für diese Antwort. Du bist locker schon reingeslidet. So, und jetzt erzähle ich euch mal eins. Jetzt erzähle ich euch mal eins, Chat. Ja, boy, er hier. Das letzte Mal, wo ich in eine Instagram-DM geslidet bin, das ist schon sehr, 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 sehr lange her. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich tu's nicht. Ich tu's nicht. Ich bin nicht mal so, dass ich Nachrichten lese, wenn mir jemand schreibt. Versteht ihr, was ich meine? Warum folgst du dir erst seit 30 Sekunden auf Insta? Es stimmt nicht. Es stimmt auch nicht. Weil du jetzt auch Kontakt hast zu meiner Mutter seit 3 Monaten. Ich ficke seit 3 Monaten die Mutter meines ehemaligen Mitarbeiters. Jetzt ist es raus. So. Es sind Jahre, glaube ich, schon her, tatsächlich. Wann hast du das letzte Mal Sex? Komm, wir reden nicht, Digga. Wir reden nicht, okay? Ein drittes. Ich freue mich auf das kleine Scheißkind. Niklas, ich werde deine Mutter heute Abend so gottlos wegzünden, wirklich. Mal noch mit ein bisschen. Die wird mit dem Kopf wieder in die Waschmaschine reingedrückt. Oh, Mann, der Junge. Ist hier mehr begeistert. Viel Erfolg, schreibt der. Du, Digga, mach das mit den Seilen. Deine Mutter wird von mir in den Pfandkorb reingehalten. Jetzt reicht's aber, Chat. Wirklich, beruhigt euch mal, ihr kranken Schweine. Ein Riesenapplaus für Kandidatin Nummer 1. Digga, wie oft will der die noch reinrufen? Du wartest halt auf die Richtige. Digga, ich warte einfach, dass es aufhört. Hi, noch nie gesehen. Voll lang her schon. Hallo, achso, jetzt mit Umarmung, komm. Ja klar, beim dritten Mal. Hallo. Okay, cool, dass du da warst. Die Pollen zünden mich weg. Ja, wir machen nochmal Werbung für dich, weil ich glaube, da sind einige Männer draußen, ja, also die wirklich nur aufs Äußere schauen. Nein, Spaß. Achso, ja, Melina Melody auf Instagram. Oh, der Catwalk hier. Nee. See. Dieses Jahr bei Germany's Next Topmodel. Für deine Gewinnerin bist du aufgeregt? Ich bin sehr aufgeregt. Bist du froh, dass du sie genommen hast? Das werde ich ja gleich sehen. Nee, die Antworten haben mir gefallen, sie war sympathisch.
Ich habe meine rechte Hand, das war's. Mhm. Und ich habe jetzt einfach mal aus dem Bauchhaus entschieden. Perfekt, dann Kandidatin Nummer Finalistin, Gewinnerin, komm gerne hervor. Hallo. Hey. Hä? Hä, warte mal, dich habe ich doch gestern Abend gesehen. Hä? Hey, guck mal, den habe ich vor richtig entschieden. Hallo. Wie geht's? Ich habe mich richtig entschieden. Ich habe wirklich gerade mal gedacht, ich entscheide so, wie ich es einfach mal von der Art finde. Und deine Antworten haben mir am besten gefallen. Und geht ihr jetzt auf ein Date? Wir gehen auf ein Date. Woo! Die haben es gemacht. Ich glaube, sie haben es getan. Sie haben es getan. Mit diesem Model Walk. Die ist wirklich hübsch. Sie ist sehr cute. Bam, bam, bam. Ach, cute. Ich glaube, sie haben es getan. Ich glaube, sie haben es getan. Starkes Video. Starkes Video, Chat. Herzlich willkommen. Ich werde es auch machen. Ich werde auch da mal mitmachen.